Hier hat jemand Zusammenhänge nicht verstanden. Ich bin doch nicht bekloppt und fahre ein Elektroauto. Warum nicht? In Brandenburg soll auch eine 1000 Meter Abstandsregel eingeführt werden für Windanlagen. Heißt stilllegen, heißt verschrotten, heißt zum Recycling geben. Man will ja schließlich auch keine Industrie verlieren. Das stimmt definitiv nicht. Die Kohleverstromung natürlich einen wichtigen Punkt weiterhin darstellt in der Energieversorgung dieses Landes. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ich bin eigentlich noch ganz entspannt und ganz ruhig. Das kann sich aber im Laufe dieses Videos tatsächlich ändern. Denn ich habe heute in der Zeitung ein Interview gelesen mit unserem Ministerpräsidenten hier aus Brandenburg, dem Herrn Woidke. Und in diesem Interview geht es um unterschiedliche Themen. Und wenn man das liest, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich respektiere das alles, was in Brandenburg schon in Richtung erneuerbare Energien gelaufen ist. Ich respektiere auch und schätze sehr, dass sich die Landesregierung für das Tesla-Werk eingesetzt hat. Alles prima, aber da sind so ein paar Sachen drin, die kann ich echt überhaupt nicht verstehen und die treiben mir wirklich irgendwie den Zorn ins Gesicht. Und das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Also heute mal kein Walkthrough durch irgendeine Studie, sondern ein Walkthrough durch ein etwas eigenartiges Interview. Los geht's. In diesem Interview, wie gesagt, geht es um unterschiedliche Themen. Es geht um die Raffinerie in Schwedt, es geht um Elektromobilität, es geht um den Ausbau erneuerbarer Energien. Es geht um Ladeinfrastruktur, es geht darum, warum, wieso, weshalb die Landesregierung noch nicht elektrisch fährt und er selber auch nicht. Und da gucken wir jetzt einfach mal rein. Ich sag mal so, es geht eigentlich am Anfang auch um das ganze Thema Krieg und Manuela Schwesig und wie hängt eventuell die SPD da zusammen. Das können wir alles überspringen, das ist alles gar nicht schlimm. Beziehungsweise das ist jetzt nicht so das Entscheidende, das ist zwar wichtig, aber das ist jetzt für dieses Video nicht das Entscheidende, sondern ich fange mal einfach hier an. Es geht erstmal um das Thema natürlich Kohleausstieg. Und Brandenburg, das wisst ihr alle, ist mit Sachsen zusammen natürlich eins der Länder in Ostdeutschland oder sind die beiden Länder in Ostdeutschland, die in denen Braunkohle gefördert und in denen Braunkohle auch verstromt wird. Und ihr erinnert euch vielleicht an mein Video Kohle ja bitte, das verlinken wir auch einfach für euch mal, ansonsten findet ihr es unten in den Shownotes. Über Kohle und die Nutzung von Kohle wird ja sehr intensiv und immer noch sehr intensiv gestritten. Die Bundesregierung, die aktuelle, hat im Koalitionsvertrag drin zu stehen, dass man idealerweise bis 2030 aussteigen will. Und ja, die Landesregierung in Brandenburg hat sicherlich damit große Bauchschmerzen, weil damit ist auch ein Strukturwandel verbunden, der auch mal natürlich durchgezogen werden muss. Das kostet viel Geld, das kostet vor allem viel Zeit, das muss auch irgendwie alles funktionieren. Und ich habe in diesem Video Kohle ja bitte oder Kohlestrom ja bitte, glaube ich, heißt es, mal dargelegt, warum Erdgas letztlich keine Alternative ist, jetzt seit Ausbruch des Krieges und seitdem wir wissen, dass Energie hier als Waffe eingesetzt wird, verstehen wir auch vielleicht ein bisschen besser, warum das so ist und warum es vielleicht doch gar nicht so schlecht ist, ja, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, die Kohle nicht zu verteufeln, vor allem vor dem Hintergrund, dass ja die Erdgasverstromung auch nicht viel umweltfreundlicher ist. Aber das könnt ihr in dem Video nochmal genau nachgucken. Aber klar ist natürlich, dass Herr Woidke in diesem Interview nochmal deutlich stellt, dass er selbstverständlich nicht gegen den Ausbau erneuerbarer Energien ist, dass Brandenburg ja da auch führend ist, dass Brandenburg sich bilanziell schon zu über 100% aus erneuerbaren Energien versorgt. Aber trotzdem, komischerweise trotzdem die Kohleverstromung natürlich einen wichtigen Punkt weiterhin darstellt in der Energieversorgung dieses Landes und der Ausstieg 2030 nur dann stattfinden sollte, also der Ausstieg aus der Kohleverstromung nur dann stattfinden sollte, wenn denn die Versorgungssicherheit auch sichergestellt ist. Man will ja schließlich auch keine Industrie verlieren. Also soweit gehe ich in gewisser Hinsicht noch mit. Ich habe das in diesem anderen Video auch deutlich dargestellt und wie gesagt, ich bin kein Freund von Kohleverstromung, um Gottes Willen, das ist ganz klar, aber man muss ja immer auch irgendwo die Alternative sehen. Was ist denn im Moment die Alternative und wo muss es vor allem hingehen? Also wir reden hier natürlich deutlich über den Ausstieg, über den Ausbau der erneuerbaren Energien. Er wird in diesem Interview also zum Beispiel gefragt, werden Sie den Ausbau erneuerbarer Energien in Brandenburg weiter beschleunigen? Und er antwortet, Brandenburg ist schon führend, aber wir lassen nicht nach. Aha, das finde ich interessant. Hat er nicht letztens gesagt, in Brandenburg soll auch eine 1000 Meter Abstandsregel eingeführt werden für Windanlagen? Brandenburg deckt bereits heute bilanziell seinen Energieverbrauch an Strom 100%ig aus erneuerbaren Energien. Andere Länder sind längst nicht so weit.
In Bayern ging im letzten Quartal 2021 keine Windkraftanlage in Betrieb. Ist ja alles richtig. Allerdings der Ausbau der Windkraft in Brandenburg mit, ich glaube, im letzten Jahr oder so mit weniger als 50 Anlagen, nagelt mich da nicht fest, ist nun auch nicht gerade als berauschend zu bezeichnen. Brandenburg wird auch künftig Berlin mit Strom versorgen müssen. Grünstrom, was erwarten Sie im Gegenzug? Da geht es jetzt ein bisschen um die um das Verhältnis zwischen Brandenburg und Berlin, was ja sowieso vielleicht für die von euch, die hier nicht in der Region wohnen, wissen, dass das immer so ein bisschen ein bivalentes Verhältnis ist, ja. Und er sagt eben, naja, in dieser ganzen Debatte könnte man den Eindruck vermitteln und vermittelt Berlin den Eindruck, sie wären schon zu 500% erneuerbar und klimaneutral, was natürlich so nicht stimmt. Also klar ist, das wissen wir alle, Brandenburg wird auch weiterhin Berlin mit Strom versorgen, vor allem mit Grünstrom. Soweit ist das erstmal auch völlig in Ordnung. Und dann geht das Thema so langsam in Richtung Elektromobilität. Und er wird dann gefragt, bei Tesla betonen Sie bei jeder Gelegenheit Brandenburgs Vorreiteranspruch bei klimaneutraler Produktion und Elektromobilität. Also der Hintergrund ist der, dass sich ja, zumindest ist es der offizielle Sprech, Tesla in Brandenburg angesiedelt hat, weil es eben hier einen relativ hohen Anteil an erneuerbaren Energien gibt, was auch erstmal soweit grundsätzlich richtig ist. Und dass deswegen Brandenburg ja so ein super tolles Land ist, um Industrie hier anzusiedeln. Fahren Sie, wird er weiter gefragt, fahren Sie denn privat schon ein Elektroauto? Und dann steht hier als seine Antwort, nee, und in Klammern lacht. Also wenn jemand, meine Meinung, nee sagt und auch noch dazu lacht, dann ist es so, klingt es für mich wie, ich bin doch nicht verrückt. Ich bin doch nicht bekloppt und fahre ein Elektroauto. So klingt es für mich. Hätte er gesagt, nein, weil, hätte ich es anders aufgefasst und auch anders verstanden. Aber wenn jemand sagt, nee, und er lacht dann dabei, wie gesagt, ich zitiere nur aus dem, was hier in diesem Interview steht, vielleicht ist es ja auch ganz anders gewesen, das hat für mich persönlich so ein Geschmäckle. So, dann geht es nämlich weiter und dann wird er gefragt, warum nicht? Und er antwortet, weil wir momentan kein neues Auto brauchen. Okay, das ist in Ordnung. Also wer kein Auto unbedingt braucht, muss vielleicht auch nicht unbedingt über eine Neuanschaffung nachdenken. Jetzt geht's aber weiter. Ich habe gelernt, aha, je länger man ein Auto fährt, umso besser ist die Klimabilanz. In 2-3 Jahren kann es durchaus ein Elektroauto werden. So, und da muss ich sagen, schwillt mir jetzt hier bereits der Hals, weil hier klar wird, hier hat jemand Zusammenhänge nicht verstanden. Wir wissen alle seit Jahrzehnten, seit Jahren, es gibt Dutzende Studien dazu, dass die Öko- und Klimabilanz eines Verbrennerfahrzeuges mit jedem Kilometer nur noch katastrophaler wird. Ja, bei der Herstellung entsteht weniger CO2 in der Produktionsphase des Fahrzeugs, aber in der Nutzungsphase des Fahrzeuges entstehen dafür überproportional immer mehr Emissionen. Und zwar nicht nur durch den verbrannten Sprit, sondern wir müssen uns ja auch die Frage immer stellen, woher kommt denn eigentlich der Sprit, der da verbrannt wird? Und gerade in der jetzigen Situation, wo der Sprit vielleicht auch aus Quellen kommt oder kommen wird, die nun definitiv nicht mehr, also die man als unkonventionelle Quellen bezeichnen muss, also zum Beispiel Tiefsee, Ölschiefer oder was weiß ich, Fracking, was weiß ich woher, wird also oder muss man schwer davon ausgehen, dass die Klimabilanz eines Verbrenners immer schlimmer wird, je länger man das Auto fährt. Ist es jetzt sinnvoll, ein Verbrenner, der, wenn er noch in zwei, drei Jahren umsteigen will, gehe ich mal davon aus, dass sein privates Auto vielleicht so um die 8, 10, 12 Jahre alt ist. Ist es sinnvoll, das jetzt durch ein Elektroauto zu ersetzen? Definitiv ja. Also sich hinzustellen und zu sagen, na, ich nutze es mal einfach ewig weiter, wäre so, als würde jemand sagen, ich habe im Keller oder in der Küche einen 30 Jahre alten Kühlschrank, der am Tag, keine Ahnung, 2 Kilowattstunden Strom frisst, aber den behalte ich mal und den benutze ich mal länger. Es ist klar, wer sich gerade frisch ein neues Auto gekauft hat, einen Verbrenner, und den nach 2 Jahren irgendwie austauschen will gegen ein Elektroauto, da ist es mit der Ökobilanz schwierig. Wir haben auch dazu schon mal ein Video gemacht, wo wir das schon mal dargestellt haben, dass selbst wenn man selbst wenn man einen neuen Opel Corsa kauft und den sofort wieder verschrottet und einen E-Corsa kauft und den dann fährt, ist die Ökobilanz besser. Also von daher bin ich hier ein bisschen enttäuscht und bringt mich diese Aussage ein bisschen in Rage, weil sie aus meiner Sicht zeigt, dass hier so ein Narrativ bedient wird, was einfach so nicht zu halten ist. Also was das Thema Ökobilanzen von Verbrennern angeht, kann ich mir vorstellen, dass man da nochmal drüber diskutieren kann.
Klar ist, es macht überhaupt keinen Sinn, Fahrzeuge, Verbrennerfahrzeuge sonst wohin in die Welt zu exportieren und die da noch 20 Jahre irgendwie fahren zu lassen, mit was weiß ich, unter was weiß ich, welchen Bedingungen, was weiß ich, Katalysator wird ausgebaut und stillgelegt und keine Ahnung was, oder AdBlue wird irgendwie rausgenommen. Darum geht es nicht. Es geht darum, klar zu sagen, wir müssen Verbrenner aus dem Verkehr ziehen, und aus dem Verkehr ziehen heißt stilllegen, heißt verschrotten, heißt zum Recycling geben. Und das wäre für mich persönlich eine fundiertere Auskunft gewesen, als zu sagen, ja, ich habe ja gehört und ich habe ja gelernt, je länger man so einen Verbrenner fährt, desto besser, weil das ist definitiv Unfug. Ach so, der Satz, in 2-3 Jahren kann es durchaus ein Elektroauto werden. Was bedeutet denn durchaus? Also ich meine, es ist doch in der heutigen Situation völlig klar, dass das nächste Auto dann hoffentlich ein Elektroauto wird. Gerade für einen Ministerpräsidenten in einem Flächenland, das sich, so sagt er es ja selber, zu 100% aus erneuerbaren Energien bilanziell versorgt, in dem wahrscheinlich eine der größten Elektroautomobilfabriken entstanden ist, dann zu sagen, ich kann mir das vorstellen, durchaus ein E-Auto zu fahren. Auch das klingt für mich wieder irgendwie sehr, sehr schwammig und nicht richtig ernsthaft. Okay. Es geht dann weiter, dann geht es um die Tesla-Fabrik, da geht es um den Job-Effekt und das ist alles soweit okay und dass Tesla ja jetzt auch mehr Land noch kaufen möchte, das überspringen wir jetzt mal. Und dann kommt die Frage, die E-Ladeinfrastruktur in der Mark, also in Brandenburg, ist immer noch kläglich, finde ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, aber okay, wie lange noch? Und dann kommt, dann zitiert Herr Woidke Herrn Musk und sagt, wenn jemand Benzinautos oder Verbrennerautos eben baut, dann sagt ja auch kein Mensch, dass der Staat die Tankstellen bauen muss, sondern das müssen die Firmen selber machen. Das ist auch grundsätzlich richtig und das passiert ja auch. Es ist ja jetzt nicht so, dass sich Brandenburg irgendwie hervorgetan hat oder auch das Land Berlin irgendwie in besonderer Weise hervorgetan haben, um den Ausbau der Ladeinfrastruktur voranzutreiben oder selber irgendwie Ladeinfrastruktur gebaut haben. Das ist ja nicht der Fall. Da haben so ein paar Kommunen, ein paar Landkreise haben mal Sachen gebaut. Aber das, was ja wirklich notwendig ist und was jetzt gebraucht wird, also Schnellladeinfrastruktur entlang zum Beispiel der Autobahn, eine wohnortnahe Massenladeinfrastruktur im Bereich von Wohngebieten, das ist ja etwas, was sowieso privat gemacht wird. Also mit dem Argument muss er mir tatsächlich nicht mehr kommen. Er sagt dann auch noch am Schluss, ich bin dafür, dass die Autobauer für die Ladesäulen in die Pflicht genommen werden und der Staat das unterstützt. Das ist doch auch wieder Quatsch. Also erstmal muss man sich fragen, warum sollte das der Autobauer machen? Der kann das natürlich tun, das ist ja gar keine Frage. Ionity wäre ja mal so ein Stichwort. Aber der Autobauer muss es nicht machen. Es ist etwas für private Investitionen. Und damit sich das rechnet, müssen mehr Elektroautos auf die Straße und müssen die Ladeinfrastruktur dort so geschaffen werden, wie man sie vor Ort auch braucht, dass man sie auch akzeptiert. Der Staat muss die Rahmenbedingungen schaffen. Zum Beispiel endlich mal sich ernsthaft Gedanken machen, welche Steuern und Abgaben auf dem Strom liegen, die den Strom bei uns zu teuer machen. Er sagt dann noch, einen VEB-Ladestationen lehne ich ab. Und das finde ich also völlig daneben, diese Aussage, weil für alle die vielleicht zu jung sind, um nicht zu wissen, VEB, volkseigener Betrieb, ein Begriff aus der ehemaligen DDR, dort wurden die staatlichen Betriebe häufig als VEBs bezeichnet. Diesen Begriff jetzt nochmal aus der Mottenkiste zu holen, den finde ich irgendwie ein bisschen daneben. Das ist meine private Meinung. Dann haben wir neulich einen Bericht in der Zeitung gelesen, da ging es darum, ob in Brandenburg bei den Kommunen, bei den Verwaltungen schon Elektrofahrzeuge gefahren werden. Das Ergebnis war natürlich niederschmetternd, das ist klar, leider Gottes. Und er wird gefragt, warum fahren im Fuhrpark von Regierung und Land bisher kaum Elektrofahrzeuge? Antwort, es geht auch um Steuergeld. Aha, als ob der Verbrenner jetzt günstiger ist. Bei den Benzinpreisen und bei der Vollkostenbetrachtung wissen nicht nur wir, sondern zum Beispiel auch der ADAC, dass Elektrofahrzeuge günstiger sind. Also wenn jemand sagt, er möchte Steuergeld sparen, dann sollte er eher Elektroautos fahren, nutzen und keine Verbrenner. Das ist doch klar, oder? Gut, ich lese weiter. Bisher gibt es von Elektroautoherstellern keine vergleichbaren Angebote. Was heißt denn hier vergleichbar? Gibt es etwa keine Elektroautos, mit denen man nicht 400-500 Kilometer fahren kann? Was soll denn diese Aussage? Es gibt keine vergleichbaren Angebote. Was meint er denn? E-Autos wären deutlich teurer. Nein, das stimmt definitiv nicht. Diese Aussage ist klar falsch. Zudem gibt es durchaus mal Tage, an denen man im Land einfach mal 600 bis 700 Kilometer unterwegs ist
ohne Gelegenheit irgendwo aufzuladen. Wenn jemand 600 bis 700 Kilometer unterwegs ist, ohne die Gelegenheit zu haben aufzuladen, wir reden ja also hier dann, wenn man so eine Strecke fährt, über, sagen wir mal, 2 Ladestopps a 20 oder 25 Minuten. Das heißt, da fährt jemand 600 bis 700 Kilometer quasi ohne Pause, vielleicht für einmal tanken, durch die Gegend, das sind 10 Minuten. Das entspricht A, keiner arbeitsschutzrechtlichen Vorgabe, also das dürften die gar nicht machen. Und B, würde das bedeuten, da man in Brandenburg ja dann auch nicht nur 180 fahren kann, ist man bei 600 bis 700 Kilometern mal locker 8 bis 9 Stunden im Auto. Was soll das? Also das kann ja nicht die Referenz dafür sein, zu sagen, nur weil das auch mal vorkommt, können wir nicht E-Auto fahren. Dann sprecht doch mal und klärt doch mal ab, warum in Brandenburg vielleicht dann doch der Ausbau der Schnellladeinfrastruktur noch nicht so weit fortgeschritten ist, wie man es denn dann bräuchte, um vielleicht diesen Anspruch zu erfüllen. Klar gibt es vielleicht in Kleinkleckersdorf in Brandenburg keine Schnellladeinfrastruktur, sondern vielleicht eine Tankstelle. Aber dann muss man sich halt mal bemühen und mit ein bisschen vernünftiger Planung, wissen wir alle, ist doch sowas überhaupt gar kein Thema mehr. Das kann ja doch locker, das könnt ihr locker mit meinem ID3 oder mit unserem ID3 schaffen. Also diese Aussage finde ich auch wieder, also ihr könnt ja mal jetzt das Video anhalten, wenn ihr wollt, mal in die Kommentare schreiben, was fahrt ihr denn so an einem Tag? Es sind 600 bis 700 Kilometer, sagen wir mal, in einem 12-Stunden-Arbeitstag komplett illusorisch? Liege ich da falsch? Oder ist es nicht doch eigentlich längst machbar und Herr Woidke weiß es einfach nur noch nicht? Dann, dass die Reichweite spielt in einem großen Flächenland schon eine Rolle. Ja, klar, man muss ja sowas auch vielleicht nicht mit einem, sorry, ist nicht böse gemeint, mit einem Dacia Spring oder mit einem alten Nissan Leaf 24 Kilowattstunden machen. Dafür gibt es ja inzwischen Fahrzeuge, die sowas spielend auf die Reihe kriegen. Aber sowohl bei Finanzierungsangeboten als auch bei der Reichweite erwarte ich deutliche Verbesserungen in den nächsten Jahren. Die sind schon längst da, da muss man sich einfach nur mal informieren. Und deshalb gehe ich davon aus, dass die Flotte der Landesregierung schon in wenigen Jahren anders aussehen wird. Auf Deutsch gesagt, man hat sich die letzten Jahre überhaupt nicht darum gekümmert. Man hatte irgendwie im Kopf, mit dem Elektroauto kannst du gerade mal bis zum Bäcker fahren, dann musst du 8 Stunden warten, bis das Auto wieder aufgeladen ist. Sorry, das nehme ich Ihnen nicht ab, Herr Woidke, das geht so gar nicht. Das ist einfach ein Zeichen dafür, dass in den letzten 4 bis 5 Jahren einfach die falschen Fahrzeuge angeschafft wurden, weil man gedacht hat, das würde nicht gehen oder weil man keinen Bock hatte, sich mit der Sache auseinanderzusetzen oder weil man Elektromobilität einfach blöd findet. Das ist meine Meinung dazu. Und es kann ja sein, dass man vielleicht noch ein paar Fahrzeuge hat, für solche besonderen Aufgaben, aber es kann ja auch nicht sein, dass es bisher so gut wie gar keine Elektroautos gibt und soweit ich weiß, fährt in der brandenburgischen Landesregierung bisher nur eine Ministerin ein Elektroauto und kommt mit dem völlig problemlos klar. Ich verstehe nicht, warum das bei anderen Ministerinnen und Ministern nicht auch der Fall sein sollte. Ich finde, ehrlich gesagt, dieses Interview aus meiner Sicht hier mit dem Ministerpräsidenten Woidke, ich muss das jetzt mal beiseite legen, ich finde, dieses Interview mit Ministerpräsident Woidke zeigt, wo, wie und was im Kopf von manchen Leuten einfach tatsächlich noch vor sich geht. Also auf der einen Seite zu sagen, wir sind ein Land, in dem schon wahnsinnig viele erneuerbare Energien produziert werden. Wir sind ein Land, in dem der Ausbau der erneuerbaren Energien ja deutlich weiter vorangeschritten ist als in anderen Bundesländern. Wir sind ein Land, das sogar die Hauptstadt mit grünem Strom mitversorgen wird und kann und soll. Wir sind ein Land, in dem wir Europas modernste Automobilfabrik für Elektrofahrzeuge auf die Reihe bekommen haben, in dem auch demnächst noch Batteriezellen gebaut werden sollen und wo sich zig Betriebe niedergelassen haben, Microvast in Ludwigsfelde, BASF in Schwarzheide, glaube ich, und so weiter und so fort, indem es an Elektromobilität an jeder Ecke irgendwie nur so knallt, sich so hinzustellen und zu sagen, na, bei mir geht's nicht und bei uns in der Regierung geht's auch nicht. Und das finde ich irgendwie ein bisschen komisch, das passt für mich nicht zusammen. Das würde schon nicht zusammenpassen, wenn man sich nur anschaut, wie auch Brandenburg unter der Klimaveränderung leidet. Aber das passt aus meiner Sicht im Hinblick auf die aktuellen politischen Geschehnisse überhaupt nicht, so ein Interview auszugeben, rauszuhauen mit solchen Sätzen.
Ich hätte mir gewünscht, er hätte gesagt, wir werden auf gar keinen Fall den Ausbau der erneuerbaren Energien durch irgendwelche Abstandsregelungen bremsen. Wir werden natürlich die Menschen nicht belasten, das ist völlig klar, aber wir werden keine pauschalen Abstandsgrenzen einhalten. Wir werden uns dafür einsetzen, dass Solarparks weitergebaut werden. Wir werden uns bemühen, Anbieter zu finden, die in Brandenburg Ladeinfrastruktur aufbauen. Und wir werden die nächsten Fahrzeuge, die kommen, werden garantiert elektrisch sein. Sowas hätte ich erwartet. Es regt mich einfach auf. Ich bin gespannt auf eure Meinung dazu. Schreibt sie gerne mal in die Kommentare. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Vielleicht könnt ihr ja meine Gedanken ein bisschen verstehen. Wenn nicht, wenn ihr eine andere Meinung dazu habt, dann bitte schreibt sie gerne unten drunter. Ich bin sehr gespannt. Ich sage euch an der Stelle tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.